Ich freue mich riesig, dass ihr wieder alle da seid. Heute im Podcast Benjamin Kurz. Er ist 38 Jahre alt. Er ist Gründer von Basic Motions. Er ist hat Freelancer dazu, die er damit holt und die ihn unterstützen. Er hat selber als Freelancer gearbeitet bei Motionstock Videos. Und das sind so quasi Videos für gelbe Seiten, hat er erzählt. Er hat zwei Kinder und er macht das Ganze mit den Videos schon seit 11 Jahren. Benjamin, einen wunderschönen guten Abend und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Also fangen wir direkt an. Und zwar die drei Kategorien wieder: Persönliches, Ausrüstung, Marketing. Wenn dich jemand fragt, irgendwo auf der Straße, sag mal, Benjamin, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ja, ich bin eigentlich hauptberuflich bin ich Sozialpädagoge. Und genau. Habe mich da so ein bisschen schwerpunkttechnisch so auf den Medienpädagogen so eingeschwungen. Also eigentlich hauptsächlich Sozialpädagoge, aber bin eben auch Filmemacher. Also irgendwie alles. Irgendwie alles. Ja. Mädchen für alles. Ja. Ja, cool. So. Genau. Und das heißt, du machst das Sozialpädagoge, machst du noch hauptberuflich und du machst das Videomachen noch so nebengewerblich. Ganz, ganz genau. Ja. Also das, das ist halt schon so, dass ich im Moment noch fest angestellt bin als Pädagoge eben und dieses ja, Kleingewerbe, was ich ja habe, nebenbei laufen lasse. Und ja, das Ganze fing halt eben damals so in meinem Studium an, dass ich ja, Filme gemacht habe, um mein Studium ein bisschen ja, aufzubessern. Also das Finanzielle einfach, dass ich da so ein bisschen mehr Taschengeld habe. Und habe da das einfach dann, ja, als dann diese gelben Seiten eben angefragt haben, also das ist eine Firma, die für gelbe Seiten das Ganze organisiert, da sollte ich dann halt eben mitmachen. Und sollte da die Filme mitmachen und habe dann eben ein Gewerbe angemeldet, dass ich Rechnung schreiben kann, offiziell. Und dann habe ich das so parallel laufen lassen einfach. Ne? Ich habe studiert und habe gleichzeitig dann eben Filme gemacht. Und naja, dann bin ich dann als Sozialpädagoge eben durchgestartet, bin da fest eingestellt. Und nun muss ich das irgendwie gucken, dass das ja, beides zusammen irgendwie funktioniert. Ne? Also, dass ich die Zeit zum Filmemachen, zum Schneiden, zum Produzieren eben habe und gleichzeitig halt eben auch arbeiten kann, ne, als Sozialpädagoge. Ist ziemlich schwierig. Aber du kannst das ja auch reduzieren, oder? Du kannst ja auch prozentual sagen, okay, ich möchte nur, keine Ahnung, 80% arbeiten oder so und dass du dann mehr Zeit und das so nach und nach wieder runtersetzen, oder? Geht das nicht? Richtig, genau. Also das ist mein Plan auf lange Sicht, dass ich, ja, ich höre das immer von allen Ecken so, ne, Benni, warum machst du eigentlich Sozialpädagoge? Das ist doch eigentlich gar nicht so dein Ding. Beziehungsweise du kannst filmen und das machst du richtig gut. Ja, ja, und da ist natürlich dieser Sprung, sich irgendwann selbstständig zu machen. Da gehört Mut dazu. Ja. Ja, natürlich, ich habe Familie, ich habe ein Haus, ich habe Kinder. Das ist alles auch so eben so eine Sache. Und da versuche ich das so langsam über zu leiten, ne? Dass ich dann irgendwann tatsächlich dann ja, das Filme machen als Hauptberuf dann sehe. Ja, das ist auch so, wenn man so 18 ist und ist noch so voll naiv, dann, ja, mache ich mich halt selbstständig, aber wenn man so Familie hat, wie du sagst, Haus und hat so seine Verpflichtungen, dann macht man sich mal nicht so eben selbstständig, weil wenn es da in die Hose geht, dann betrifft es ja nicht nur einen selbst, sondern betrifft es gleich die ganze Familie und die Existenz der Kinder. Und da hört es dann auf, dass man dann sagt, okay, mache ich mal eben, sondern, und da gehört, wie du sagst, auch jede Menge Mut zu und da muss man dann auch vernünftige Aufträge haben. Aber das Coole finde ich ja am Sozialarbeiter, du kannst es ja, wie gesagt, so übergreifend machen. Das eine machst du dann weniger, das andere machst du dann mehr. Und dann genau. Kannst du sagen, okay, jetzt habe ich genug Aufträge, jetzt kann ich auch super reden. Wie spontan ist dein Arbeitgeber da, dass du sagen kannst, du hör mal zu, ich habe den ganzen Monat jetzt Aufträge, kann ich mal diesen Monat zum Beispiel unbezahlten Urlaub nehmen? Geht das bei dir? Ja, das also ich arbeite ambulant sozusagen. Also ich mache, ich arbeite in der Familienhilfe und in der Jugendhilfe, aber ambulant, ich fahre zu den Leuten nach Hause. Mhm. Und arbeite mit denen gemeinsam zu Hause, kann die Termine selber machen und bin da relativ flexibel. Also auch von meiner Arbeitszeit und sowas, das ist alles eben ja, relativ flexibel. Aber natürlich ist es manchmal auch schwierig halt, ja, ganz klar. Aber im Moment beschränken sich so meine ganzen Filmaufträge doch eher aufs Wochenende oder eben ich kann es irgendwie einrichten oder ich nehme mir nochmal einen Tag Urlaub oder sowas. Ist schwierig, aber es ist im Moment, ich habe da halt Bock drauf und dann geht es auch irgendwie. Das ist so, ja. Und was machst du genau für Filme gerne? Also wo sagst du, das sind die Videos, die ich gerne mache?
Also ich habe mich mittlerweile eher so ein bisschen drauf spezialisiert auf Musik, Videos oder Porträtvideos von Musikern. Mhm. Das ist so ein Steckenpferd. Eventvideos, ja, das ist so eigentlich das, was ich ganz gerne mache. Und weniger so Hochzeitsfilm oder sowas. Oder so diese typischen klassischen Imagefilme, womit ich eigentlich angefangen habe. Das mache ich zwar auch ab und zu noch, aber nicht so gerne. Okay. Ja. Also eher so das Kreative und das Austoben. Ja. Das ist. Aber Musikvideos stelle ich mir im Vergleich zu Imagevideos stelle ich mir schwieriger vor, weil das Budget ist ja meist nicht so vorhanden, oder? Ich meine, die wollen natürlich richtig schon groß werden, aber haben meistens gesagt, ja, das ist so schon. Da ist ja jeder 50-Euro-Schein ist da ja viel Geld, also. Ja, genau. Also gerade die Musiker, die haben alle kein Geld, ne? Aber auch die Musiker wissen, wie es ist, dass man halt auch eben oft Musik machen soll und ja, kannst du dein Portfolio aufbessern, spiel doch mal umsonst. Ja. Die kennen die ganze Geschichte und ja, sind dann schon bereit, eben auch da ein bisschen was für zu bezahlen oder versuchen zumindest, ja. Okay. Und jetzt klar, bei Imagefilmen gibt es halt, gibt's mehr. Ne? Das ist tatsächlich richtig, ja. Ich würde gerne nochmal zurück, ganz am Anfang, wo du angefangen hast mit deinen Videos. Wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, ey, ich mache jetzt Videos? Das mit dem Videofilm, das fing eigentlich schon super früh an. Eigentlich, also wenn ich recht überlege, war das wirklich damals in meiner Kindheit schon so, dass ich in der Grundschule, da hatte ein Schulkollege so eine Videokamera mit Kassetten und da haben wir so Stop-Motion-Videos gemacht. Ja? Also Auto und dann immer ein Stück vorgerutscht, ne? Aufnahme Stopp, Stop-Motion halt. Ja. Und haben da also richtig hier Actionfilme gedreht. Ja? So okay, für uns. Cool. Da ging das halt schon los und da habe ich mich so mit für interessiert und mich dafür begeistert. Irgendwann dann mit so ein paar Kumpels beim Skateboardfahren und so haben wir dann die ersten Filme gedreht und haben das mit Videokassette dann geschnitten mit zwei Videorekordern. Und also da war das schon immer irgendwie so Thema bei mir. Und dann hatte ich dann eben mit Freunden zusammen oder wenn sie im Urlaub waren, habe ich für die dann die Filme geschnitten. Da ging das eigentlich schon los. Ja. Das war schon immer so mein Ding. Filme, nicht nur Filme gucken und Kino, was auch ein großes Thema bei mir ist, aber einfach auch das Filme machen und das selber Content produzieren. Das ging schon eigentlich relativ früh ging das los. Genau. Ja, cool. Ich höre da so ein paar Parallelen raus. Bei mir ging das nämlich auch mit VHS und zwei Videorekorder. Das kommt mir so bekannt vor. Ich habe das auch so ähnlich gemacht. Ja. Weil früher, also die Leute, die das nicht kennen mehr, das gibt es noch gar nicht so lange, dass alles digital ist. Und das ist eine riesen Errungenschaft. Auch diese ganzen Datenraten von A nach B schieben mit dem Ton dabei und so. Das war früher, ich weiß noch, als der PC rauskam, da war eine Wave-Datei, die... Da gab es noch Disketten und da war 1,44 Megabyte, das war ja, da hat ja nie, noch nicht mal eine Audiodatei drauf gepasst, da war ja von Video noch gar nicht zu reden. Da gab es, meine erste Grafikkarte war 256 Farben, das war ein, das war ein Riesenteil, ja, ja, das war schon cool, ja, damals. Und wenn man so zurückdenkt, da denkt man sich heute, geil, was man heute eigentlich alles für Möglichkeiten hat. Wenn man jetzt heute anfängt mit der Videografie, um Videos zu produzieren, ist eigentlich voll easy. Also da kann ja jedes Handy kann ja schon super geile Aufnahmen machen. Ja, klar, echt, genau. Echt cool, ja. Also aber allein schon ne, heute, was man mit After Effects machen kann, irgendwie die Schriftzüge und sowas. Ne, ja. Da hatten wir früher irgendwie ein Blatt Papier genommen und haben das dann so langsam in die Kamera gehalten und dann so, ja, dass wir irgendwie so einen Abspann hatten ja. Und so, ja. Ja, vor allem auch der Schnitt, das war ja wirklich von einem Bild zum anderen, da war ja nichts mit Blende oder so, das war ja. Ganz genau. Das war schon cool. So, Erinnerung vorbei, machen wir einfach weiter. Wenn ich jetzt jemand anders frage, sag mal, was machen denn Benjamins Filme so besonders, was würdet ihr denn mir sagen? Hatte ich so noch nie gefragt, ja. Also, ich glaube, also das Ding ist, ich bin mit Herzblut dabei. Und ich schwinge mich drauf ein, was mein Gegenüber haben möchte und ja, bin ganz bei ihm und nicht bei mir und ich kann mich, glaube ich, ganz gut eingrooven auf mein Gegenüber und ich glaube, das macht es aus, dass ich einfach ja, so ein Gefühl mit reinbringe. Nicht nur einfach stupide irgendwie einen Film und die Technik beherrsche und irgendwie nur einen Film produziere, so, sondern dass dann, wenn man den sieht, merkt man, dass ich ein Gefühl dafür entwickelt habe. Ich glaube, das ist es. Also, ich hatte mal einen Dokumentarfilm gedreht, über ein Jahr lang für Menschen mit einer Behinderung und Menschen ohne Behinderung. Die haben alle gemeinsam so ein Theaterprojekt über ein Jahr lang einstudiert und das dann groß auf die Bühne gebracht und das habe ich begleitet und dann wurde das irgendwie groß vermarktet so und da kam als Feedback, dass ich
ein Feeling für die Leute entwickelt hatte, ja, und das auf Augenhöhe und dass man das gemerkt hatte in den Aufnahmen. Ich glaube, das würde das so ganz gut beschreiben. Okay, cool. Was würdest du denn sagen, was wäre so dein Alleinstellungsmerkmal, was dich auszeichnet, deine Arbeit für dich jetzt ganz alleine? Also jetzt nicht nur das mit diesen Aufnahmen, sondern wo du sagst, das mache eigentlich nur ich, das macht kein anderer. Oh, das ist schwer zu sagen. Das sind alle schwierige Fragen, ich weiß. Kann ich auch so, glaube ich, gar nicht beantworten. Okay. Also ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich gucke nicht so oft nach links und rechts, sondern ich mache so mein Ding und mache die Filme so, wie ich denke, wie ich es gut finde. Ist sowieso immer schwierig, dann Meinung von anderen zu hören, weil einfach jeder macht es anders und jeder hat irgendwas auszusetzen. Hier, ich hätte das so und so gemacht und Ja, das ist natürlich, also Kreativität heißt ja nichts anderes wie so frei arbeiten und so gestalterisch irgendwie zu werkeln. Und das ist natürlich, jeder denkt sich das anders, jeder hätte das anders gemacht. Aber wenn du dir das Video anguckst und du bist emotional geflasht, dann ist das Video gut. Das ist eigentlich so die einzige, finde ich, was man da so bewerten kann. Deswegen finde ich das immer schwierig, so Videos generell zu bewerten. Wenn mich das toucht, wenn mich das mitnimmt und ich genau die Gefühle erreicht habe, was das Video machen soll, dann ist es genau das richtige Video. Dann hat derjenige, der das produziert hat, alles richtig gemacht. Ja. So sehe ich das auch. Ja. Wie bildest du dich denn weiter? Also ganz ehrlich, ich gucke ganz viel YouTube-Videos und da habe ich so einige, ich kann sie jetzt gar nicht auswendig sagen, wie sie alle heißen, aber es gibt so ein paar Leute, die einfach guten Content liefern, wo ich einfach viel mehr anschaue, wie machen die was oder Rezensionen über Dinge oder einfach lass mich da inspirieren manchmal. Ne? So, also da ist YouTube eigentlich ganz weit vorne so in vielen Dingen oder wenn ich irgendwie eine Frage habe oder sowas, dann gucke ich ganz oft in irgendwelche YouTube-Channels. Ansonsten, Filmemacher Deutschland, Facebook-Gruppe ist auch eben sowas, einfach ganz, ganz coole Jungs dabei und Mädels, da einfach, wo man nachfragen kann, wo man einfach ein bisschen mitlesen kann. Ansonsten, ich hatte mal so ein paar Video-to-Brain-Videos mir damals mal angeschaut, wo es so darum ging, um so ein Schnittprogramm zu lernen oder so, aber eigentlich immer Learning by Doing. Ja, finde ich auch am besten. Ich habe mir eigentlich alles selber beigebracht, ja. Ja, finde ich auch mit am besten. Obwohl manchmal gibt es so gewisse Kniffe und Tricks, die kann man sich nicht selber, die muss jemand einem anderen zeigen. Und dann geht es mir, wenn ich von Kollegen was gelernt habe, dann komme ich auch noch so auf andere, stimmt, das könnte ich ja auch so machen. Und wie du ja sagst, wenn ich mir ein YouTube-Video angucke und sehe dann irgendwelche Blendeneffekte, wo ich sage, das ist cool gemacht, das ist geil gemacht. Und wo du schon alleine von dieser Blende so fasziniert bist, ohne den Inhalt, dann ist schon... Ist schon geil gemacht, ja. Vor allem, ich glaube auch als Kreativer, man sieht das Video auch anders als sage ich jetzt, normal und der keine Ahnung hat, wie so ein Video produziert wird. Weil du siehst als Kreativer, was da für eine Arbeit hinter steckt. Also das ist aber bei jedem, der irgendwie ein Handwerk kann, ja. So ein Handwerker zum Beispiel, der irgendwo in den Neubau geht, der kommt in den Raum rein und der schaut erstmal, wie sind da die Kabel gelegt oder wurde das die Wand verputzt. Ja, das ist, und so geht es uns ja genauso. Also dann schaut man dann halt eben so einen Film und guckt genau, was ist da wie gemacht worden, wie ist das beleuchtet worden und so, ne? Klar. Ja. Was macht denn deiner Meinung nach so ein Video unvergesslich? Also generell ein Video? Wenn es einen abholt, wenn es einen einfach flasht beim Schauen, wenn man einfach berührt ist und wenn man dabei bleibt. Also wenn man nicht irgendwie während dem Video schauen irgendwie guckt, was man für neue Nachricht auf dem Handy hat, sondern wenn man wirklich am Ball bleibt. Ja, das macht ein gutes Video aus. Das stimmt, ja. Was würdest du sagen, so von der Videolänge her, was ist so das Maximum bei einem Video? Auch schwierig zu sagen. Also es ist, eigentlich ist das Motto, in der Kürze liegt die Würze, das ist schon eigentlich richtig. Manchmal kann man einfach noch ein bisschen runterbrechen, um es noch interessanter zu machen, aber es gibt halt auch genügend Videos, die doch ein bisschen länger sind und aus der Norm fallen und sind trotzdem interessant. Also ich glaube, da kommt es einfach auf den Inhalt drauf an. Ja, also bei Imagefilmen, na klar, versucht man das so kurz wie möglich zu machen, damit es dann halt eben auch, ja, damit der Zuschauer an der Stange bleibt, dass die Message mitkriegt und dann hat sich das. Manchmal geht es halt trotzdem auch länger. Es kommt immer ein bisschen drauf an.
Also hast du nicht für dich jetzt so ein genaues Maß, wo du sagst, das ist meine Maximal-Videolänge, die ich verwenden möchte, oder? Ist das eigentlich, wenn du voll dran bist und voll im Flow, dann ist das eigentlich egal, wie lang das Video wird, oder? Also gut, so 2-3 Minuten, ne, für einen Imagefilm, also das ist schwer zu sagen. Es ist auch manchmal dann schon da zu lang. Also es gibt ja auch manchmal einfach, was weiß ich, hier bei Gelbe Seiten hatte ich damals irgendwie so, das waren so 20 Sekunden oder was, wenn ich mich recht erinnere. Und da kann man so viel reinpacken. Ich meine, die waren qualitativ, das ist wirklich von der Stange gewesen. Damit habe ich angefangen. Es war alles vorgegeben, 10 Sekunden Außenaufnahme, 10 Sekunden Ansprache, 10 Sekunden Innenaufnahme, so, das war wirklich von der Stange. Ich habe das genutzt, um einfach ein bisschen ausprobieren, spontan Videos zu machen und Kundenkontakt zu haben, das auch ein bisschen zu lernen. Das war sehr gut, aber das war schon fast zu kurz. Ja. Also, aber da ist ja kreative Freiheit, ist ja völlig eingeschränkt, oder? Bei 20 Sekunden. Absolut, ja. Also, aber war für mich ganz gut, ein guter Start damals, so, muss man sagen, ja. Ja, cool. Ich würde gerne noch mal wissen, was mich momentan so ein bisschen interessiert, ist so der Unterschied zwischen Video und Film. Was ich jetzt von vielen gehört habe, Video ist für die meisten Filmemacher eher, klingt so billig in den Ohren. Und für die meisten Leute kennen Video aber eher so als kurz und Film eher so als lang. Was würdest du sagen, was ist da für dich der Unterschied zwischen Video und Film? Ja, es klingt erstmal, dass Film irgendwie qualitativ hochwertiger ist. Mhm. Also ich bin Filmemacher. Klingt anders wie ich mache Videos. Also Videos kann man mit dem Handy machen. Und Filme macht man irgendwie nicht mit dem Handy. Also so, ich weiß es auch nicht. Also es, ja, das stimmt schon. Also was ist da der Unterschied? Ja. Schwierig zu sagen. Das ist schwierig, ne? Weil ich bin da jetzt wirklich in letzter Zeit immer so, ja, weil es gibt auch richtig saugeile Videos, aber das sind dann, aber für mich persönlich sind es dann immer noch keine Filme, weil ein Film ist für mich, wenn ich ins Kino gehe und der geht mindestens 1,5 Stunden, das ist für mich ein Film, oder ein Kurzfilm, der halt 15 Minuten geht, aber das ist dann ein Kurzfilm, der innerhalb dieser 15 Minuten auch eine komplette Story erzählt. Also. Genau. Also es gibt kein Dokumentarvideo, es gibt einen Dokumentarfilm. Genau. Aber es genau. gibt auch Imagefilme, die sind auch manchmal sehr kurz. Also ja, das ist super schwer. Also ich finde, die Definition ist wirklich, aber das ist so ähnlich, wie gesagt, das eine ist, finden die meisten hochwertiger und das andere eher billig, wo ich denke, naja, Videos finde ich nicht immer unbedingt billig, weil es gibt auch sehr teure Videos in der Produktion. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin da noch so am Kniffeln und ich versuche da mal so eine für mich selber so eine Definition mal zu finden, weil das ist noch so ein bisschen offen. Was machst du denn, um von diesem ganzen Stress, Sozialarbeiter, Filme machen, wegzukommen in deiner Freizeit als Ausgleich? Ah, manchmal gar nicht so einfach, ne? Wenn man dann von der eigentlichen Arbeit nach Hause kommt und dann wartet eigentlich dann das Kleingewerbe auf einen und man ist dann irgendwie noch bis nachts dann am Start und noch am Schnitt oder hat irgendwie noch 2 Projekte in der Pipeline. Da kommt manchmal dann so ein bisschen die Freizeit fast schon zu kurz, aber ich schaufel mir das dann schon frei und mache mir dann feste, freie Zeiten, wo ich dann wirklich dann auch viel mit meinen Kindern mache oder eben auch Sport. Ich laufe ganz gerne und das ist ein guter Ausgleich. So, das ist wichtig, so, sonst würde ich irgendwann, was weiß ich, einen Burnout kriegen. Also da versuche ich schon eben viel Sport zu machen und eben auch dann ja Freizeitaktivitäten und so. Gerade mit den Kids ist das, also die holen einen ab und dann geht's los. Ja, das ist schon. Das ist ja richtig cooles Zeitmanagement, oder? Ich meine, 2 Jobs, 2 Kinder, ein Haus. Ich denke mal, die Frau ist manchmal so dreist und will auch noch was von dir. Das ist dann schon heftig, oder? Also, ja, klar, natürlich. Also da muss man schon gut planen und ja. Tatsächlich mit einem Kalender und sich das wirklich blocken. Also auch so doof, wie das klingt, aber ne, zu sagen, jetzt, das ist meine freie Zeit, da habe ich, da gehe ich laufen, da machen wir das und das, ja. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Ich glaube, dann bin ich aus dem Sozialpädagogik-Job tatsächlich dann ausgestiegen. Und ich mache ja im Moment noch ein Studium zum Medienpädagogen. Da möchte ich gerne dann auch das noch ein bisschen vertiefen, dass ich dann einfach noch in Schulen und sowas gehe, mit den Lehrern, mit den Schülern gemeinsam Medienprojekte mache oder Elternabende und sowas. Also das so dieser eine Part und dann gleichzeitig eben auch noch Filme produziere. So, das,
Das ist so mein Plan. Cool. Dann haben wir erste große Thema weg, persönliches haben wir vorbei. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, ja, das würde ich aber gerne noch erzählen, oder? Nö. Nö? Super. Also, nächstes Thema, Ausrüstung. Mit welcher Ausrüstung hast du denn angefangen? Damals mit einer Canon XL1. Das war so meine erste große Kamera, die ich mir gekauft hatte. Gebraucht gekauft habe. Ist das die mit diesem CC3 Cosmos gewesen? Ja, genau, die so ein bisschen schräg nach oben ging. Ja, so eine weiße, ne, war das? So ein weißer Klopper, oder? Ja, genau. Ja, siehst du, das ist... Ja, die war super, es war eine super Kamera. Ja. Absolut, ja. Welche Ausrüstung hast du denn jetzt? Ich habe jetzt eine Canon C100 Mark II. Mhm. Genau, die hatte ich mir jetzt vor knapp einem Jahr gekauft. Genau. Und ja, das ist so meine Hauptkamera. Und eine Spiegelreflex, eine Canon 5D Mark II noch. Aber also die macht trotzdem tolle Aufnahmen. Ja. Die nutze ich dann als zweite Kamera ganz oft. Ja. Was für Schnittprogramm verwendest du? Bisher noch Adobe Premiere und ich wollte jetzt gerne auf Resolve umsteigen. Auf Resolve, okay. Auch so auch mit dem Editing, also auch mit dem Schnitt und allem. Ja, genau. Und das ist halt eben das Ding, da muss ich irgendwie den richtigen Zeitpunkt finden, weil wenn ich umsteige, dann brauche ich da auch ein bisschen Zeit, um mich reinzufuchsen. Und wenn man dann irgendwie Projekte ständig hat, dann überlegt man sich, ah, mache ich das erste Projekt jetzt mit einem neuen Schnittprogramm und fuchse mich da irgendwie rein und es dauert vielleicht ein bisschen länger oder mache ich das Projekt noch schnell irgendwie den Job noch fertig mit Premiere und dann, aber irgendwie muss ich das irgendwann mal anfangen und ja, genau, bin ich noch nicht zugekommen, ja. Ja, das ist auch schwierig, weil ich einem Kollegen letztes Mal erzählt, der ist umgestiegen von Premiere auf Final Cut und er sagte, das ist ja auch, sind ja auch zwei Welten und dann hat er sich wirklich hingesetzt, komm, ich habe das schon immer mal vorgehabt und dann hat er sich rangesetzt und hat dann auch wirklich ewig an diesem Video geschnitten und dann kam irgendwann der Workflow, wurde dann so gut, dass er dann gesagt hat, super, dass ich das gemacht habe, von Adobe nach Final Cut gewechselt. Ja. Aber das ist, ist natürlich cool, wenn er dann auch beide Programme beherrscht, oder? Wenn da ist ja bei dem einen ist ja das gut, bei dem anderen das. Von daher. Was ist denn so auf deiner, du hast ja wahrscheinlich auch so eine Wunschliste, was du dir gerne kaufen möchtest. Was steht denn da so drauf? Also jetzt so aktuell ist ja diese Blackmagic Pocket Cinema 4K, wo alle drauf warten, dass sie endlich mal irgendwie auch bekommen. Und die habe ich mir mal angeschaut, die fand ich ganz interessant. Aber es gibt ja Lieferengpässe und sowas. Ja, ist ja Black Magic. Die würde ich mir gerne mal anschauen. So. Immer so. Ja, ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Aber die machen es genau richtig. Die sammeln nämlich die E-Mail-Adressen ein von den ganzen Leuten mit DaVinci, indem sie es umsonst verkaufen. Und sobald die ein Produkt launchen will, das jeder haben. Aber das Produkt gibt es noch gar nicht. Das war mit der Dings war das ja mit der Ursa damals. Mit der ersten ja, ja. Ursa war das genau das Gleiche. Und das war ja dann so Katastrophe. Und das Coole war ja, die sind ja so dreist, die Software damals von der Ursa war ja noch gar nicht fertig. Die, Wahnsinn, haben, ja. Die haben die ja rausgehauen und dann hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann haben sich alle beschwert und dann, ja, ach übrigens, wir haben mal hier ein Update. Das war schon krass, was Blackmagic sich dann... Also du, ich höre da nur eigentlich Negatives von Blackmagic, was die an Support haben. Dass die also auch wirklich, naja, also wenn du da eine Supportanfrage hast, dann kannst du da ewig warten. Wahnsinn. Eigentlich müsste man sich ja jetzt schon anmelden für die nächste Kamera von denen. So. Ja, so ungefähr. Ja, aber wird trotzdem nicht schneller auf dem Ladentisch sein, denke ich mir mal. Kommen wir als nächstes zur Effektivität quasi. Wie berechnest du denn für dich selber so einen Schnitt in den Tagen? Also wenn du jetzt sagst, du drehst jetzt ein Musikvideo, hast du ja wahrscheinlich meistens einen Tag Drehzeit, oder? Meistens ja. Und vom Schnitt her sagst du dann, okay, dann mache ich auch einen Tag oder hast du da sagst, nein, ich mache da mehrere Tage oder mehrere Stunden oder hast du da irgendeine... Also das ist auch manchmal, also das, da bin ich wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen besonders mit, dass ich das nicht hauptberuflich mache, sonst könnte ich das anders kalkulieren, auch mit der Zeit, ne? Dass ich dann irgendwie sagen kann, okay, ich brauche einen Tag, zwei Tage Schnitt oder wie auch immer, dadurch, dass ich da eben ein bisschen eingeschränkter bin, muss ich das anders aufteilen von der Zeit her. Wir setzen uns dann immer Deadlines, ganz klar, bis dahin ist es dann fertig, aber ich kann das dann eben nicht so leisten, dass ich da irgendwie 8 Stunden dann am Stück dann noch schneide. Ja,
Deswegen, also ich berechne das immer ein bisschen anders und man macht sich dann irgendwie eine Deadline, bis wann soll es auf jeden Fall fertig sein. Gibt es vielleicht noch eine Korrekturphase oder sowas. Und ja, Preis berechne ich dann nicht mit Stunden. Also ich habe dann schon so einen ungefähren einen Stundenpreis im Kopf, woran ich mich so ein bisschen orientiere, um dann halt abzuschätzen, wie lange brauche ich ungefähr dafür, und um dann einen Preis zu nennen oder erstmal ein Angebot zu erstellen zu können, ja. Okay. Jetzt hast du für dich selber in den ganzen Jahren auch irgendwie herausgefunden, was du jetzt Anfängern zum Beispiel mitgeben würdest wegen der Effektivität, wie man schneller zum Beispiel so ein Projekt fertig bekommt. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte, die du weitergeben kannst? Also was mir immer noch hilft, ist einfach wirklich eine absolut von der Pike auf eine Planung. Also angefangen mit, wenn die Anfrage kommt, bis wann stelle ich ein Angebot, dann, wenn es dann losgeht, was brauche ich für Equipment, was nehme ich mit, was lasse ich zu Hause, welche Leute oder also wie viele Leute brauche ich, ja genau, und dann, dass man sich alles terminlich irgendwie notiert, ne? Es gibt ja solche, ich nutze Agenti zum Beispiel, ja, das ist ein so webbasiertes Programm, wo man eben seine Projekte anlegen kann und eben die Deadlines anlegen kann und sowas. Es gibt ja massig solche Programme, die auch kostenlos sind. Aber somit habe ich alles im Blick. Ich benutze noch ganz oldschool auch noch einen Kalender, den ich immer mit mir rumschleppe, was einfach, ja, für mich einfach super hilfreich ist, um alles im Blick zu behalten. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn man irgendwie, und gerade wenn man zwei Projekte irgendwie gleichzeitig hat oder sowas, dass man da sich dann verzettelt zeitlich. Ja, das kann schnell, gerade so als Kreativer, wenn du voll dran bist, dann ist so eine Stunde ist ja ruckzuck um, das ist so, ja. Ja, klar. Das ist so. Ja, cool. Cool, cool, cool. Also, sehr interessant. Danke dir schon mal bis dahin. Thema Ausrüstung habe ich eigentlich nichts mehr. Marketing. Großes Thema ist eigentlich so das, was viele interessiert, wie man halt so quasi, jetzt hat man die Idee, okay, ich will jetzt hier auch Filmemacher, Videomacher sein und jetzt muss ich ja irgendwie Aufträge bekommen. Was findest du denn für Maßnahmen für Einsteiger gerade so am sinnvollsten? Wenn du noch keinen einzigen Auftrag in der Tasche hast, hast du jetzt eine coole Kamera gekauft und sagst, jetzt will ich erfolgreich werden. Wie fängt man an? Eine gute Frage. Also es ist super wichtig, ne, Werbung zu machen und irgendwie eine Außenwirkung zu haben. Also ganz am Anfang war es für mich erstmal irgendwie, dass man so einen YouTube-Kanal hat und eine Internetseite. Das fand ich einfach wichtig, dass man irgendwie erstmal, ja, wenn man sich so eine kleine Visitenkarte irgendwie gebastelt hatte, dass man dann auch auf eine Webseite sozusagen leiten kann und verweisen kann. Dass die irgendwie ordentlich aussieht, muss ja nicht super aufgebläht sein, aber eben so, dass man irgendwie so ein bisschen so eine Art, ja, dass der Besucher sehen kann, was bist du für einer und was machst denn du so? Der YouTube-Kanal war für mich einfach auch wichtig, um so ein bisschen, und wenn es nur irgendwie so ein kleines Mini-Portfolio ist, ne, muss man ja nicht ständig mit Content füttern. Man ist ja jetzt kein YouTuber in dem Sinne, der da irgendwie täglich oder wöchentlich Videos dann hochlädt, sondern einfach nur, dass man da eine Möglichkeit hat, eben, ja, dass man so seine Videos auch zeigen kann. Ja, Webseite war für mich das Wichtigste eigentlich so. Und ich merke halt auch, ganz am Anfang, wo ich so fertig war mit meinem Studium und dann einfach auch nicht mehr so viel Zeit hatte zum Filme machen und ich dann gut überlegen musste, was machst du denn jetzt eigentlich, wo kniest du dich jetzt eher rein, da habe ich das Filmemachen so ein bisschen zurückgeschraubt und habe dann auch nicht viel Werbung gemacht. Und erst so jetzt, so in der letzten Zeit, ging das erst richtig los und habe dann angefangen, habe meine Internetseite nochmal neu gemacht und Facebook auch ganz wichtig und sowas. Also die sozialen Medien finde ich super wichtig, dass man da einfach vertreten ist, dass man netzwerkt, ja, und dass man da mit vielen Leuten in Kontakt kommt. Und als ich das dann so ein bisschen intensiver betrieben habe, habe dann auch irgendwie mein Auto mit Aufklebern, ne, Filmproduktion, pipapo und schwupps klingelt das Telefon. Also das habe ich tatsächlich gemerkt, dass da dann die Leute auch drauf anspringen, ja, und sich dann melden. So. Und ich glaube, dann irgendwann hast du dann einen gewissen Namen oder also einfach, das spricht sich dann rum. Ganz oft auch, wenn ich einen Auftrag hatte und das war dann beendet, dann kam dann auch schon der nächste Folgeauftrag irgendwie dadurch. Das hat sich dann intern dann rumgesprochen und
Das irgendwann, glaube ich, ist es ein Selbstläufer. Dann muss man nicht mehr immer irgendwie Werbung machen aktiv, sondern dann ja, hat man so einen gewissen Status schon erreicht. Aber ja klar, soziale Medien finde ich trotzdem immer noch so eins der wichtigsten Punkte, ja. Cool, ja, würde ich unterschreiben. Jetzt würde ich noch mal kurz fragen zum Branding. Du hast ja damals auch überlegt, wie nenne ich meine Firma, wie nenne ich mein Produkt, damit ich mich vermarkten kann. Also dann nimmst du dann immer den gleichen Namen. In deinem Fall ist es jetzt ja Basic Motion. Warum hast du nicht gesagt, warum nennt dich deine Firma nicht Benjamin Kurz? Ja, das ich weiß gar nicht mehr. Ich habe irgendwann jetzt vor kurzem auch mal wieder drüber nachgedacht, wie kam das eigentlich zu dem Namen? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Das war irgendwie für mich so, zack, da war der Name da und das passte. Ich hatte es damals noch Basic Motion Pictures genannt, ja, weil es klingt lang und groß. Und ja. Irgendwann hat es mich dann aber auch irgendwie genervt, weil man muss so eine lange Internetseite eingeben und sowas. Und ein befreundeter Art Director, der hat mit mir einfach da ein bisschen überlegt und auch vom Logo her nochmal vielleicht was anderes zu machen und auch der Slogan, also fühle, was du siehst, das haben wir gemeinsam dann irgendwann ja nochmal überdacht und neu erarbeitet, ja. Aber cooler Slogan, fühle, was du siehst, das bleibt im Kopf. Ja, klar, sehr genau. Cool, ja. Klingt echt cool, ja. Deine Zielgruppe, hast du die irgendwie genau definiert? Naja, dadurch, dass ich halt viel mit Musikern zusammenarbeite und eher da so in diese Richtung, das ist dann eher meine Zielgruppe, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich bin ich auch offen für alles Neue. Also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, das mache ich jetzt gar nicht. Wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist cool, das könnte was werden, das ist eine tolle Idee, dann mache ich das auch. Ne? Also, da kann ich mir natürlich noch die Freiheit nehmen zu sagen, nee, auf sowas habe ich keinen Bock, das ist nicht mein Ding oder da stehe ich nicht dahinter, dann mache ich das nicht und sage auch nein. Also ich würde jetzt nicht jeden Job annehmen, aber habe jetzt keine so wirklich festgelegte Zielgruppe. Durch die eigene Arbeit und durch das eigene Herzblut, wo man dann halt wirklich dahinter steht, was man gerne macht, dann kommt man ja dann irgendwann automatisch in die Richtung. Jetzt hast du das Telefon bekommen. Ein Kunde ruft an und sagt dir gerne, ich finde das cool, was du machst, ich möchte gerne einen Film haben, lass uns mal treffen zum Gespräch. Wie bereitest du dich denn da aufs Kundengespräch vor? Also erstmal höre ich einfach nur zu. Also ich bin da eher dann so, dass ich erstmal versuche herauszuhören, was möchte der Kunde eigentlich von mir oder was möchte er grundsätzlich haben, was will er erreichen, was ist er für ein Typ und sowas. Das ist für mich erstmal ganz wichtig, dass ich erstmal gar nicht damit komme, dass ich weiß, was das Beste für ihn ist, sondern dass ich bei ihm bin. Also das ist erstmal so mein Grundsatz, dass ich erstmal nur zuhöre, viel nachfrage, ob ich es denn so verstanden habe, was er wollte oder was er gesagt hat und notiere mir dazu ganz viel und dann nach dem ersten Gespräch fängt meine Recherche an, was war denn das eigentlich für ein Typ, was macht er so, was gibt es an der Internetseite, was gibt es von ihm und ja, da versuche ich mich dann einzugrooven so ein bisschen und einzuschwingen. Was ich letztes Mal ganz interessant fand in einem anderen Podcast-Interview von Felix, der hat erzählt, dass man nicht immer auf die Webseite hören sollte, gerade wenn es so um Unternehmen geht, weil die das natürlich dann schon mit Blümchen und aufbauschen und das meistens nicht die Wahrheit ist, was so dahinter steckt. Und jetzt gerade bei Musikern ist es, glaube ich, schwierig, da dann auch zu finden, was die jetzt genau wirklich wollen. Ich meine, logisch, die wollen bekannt werden, die wollen berühmt werden, die wollen das Musikerleben leben, was man so aus dem Fernsehen kennt, aber das ist ja meistens dann nicht so dann der Plan. Also bist du dann eher so einer, der dann auch sagt, okay, wir machen mal kleine Brötchen und gucken jetzt erstmal, was du mit diesem Video, wo du das zum Beispiel genau posten möchtest, für was du das verwenden möchtest, bist du da auch so ein Realist und sagst denn dann auch genau da würde ich anfangen? Also es ist natürlich so, dass bei Musikvideos oder also das, was ich gemacht habe, da ist natürlich der Musiker immer so, dass er ungefähr eine gewisse Vorstellung hat, aber so war es zumindest bei mir, dass er noch nicht so festgelegt war und auf meine Ideen und so immer ganz gut angesprungen ist und hat gesagt, hey, ja, cool, und das kann man machen, ach ja, prima, oder
lass mir irgendwelche Videos zeigen, was sie sich schon angeschaut haben, was sie so, in welche Richtung das ungefähr gehen soll, damit man so die gleiche Sprache spricht. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man irgendwie die gleiche Sprache spricht und dasselbe denkt, so, ja. Bei anderen Dingen, wie zum Beispiel bei Imagefilmen, da ist es dann, ja, da muss man sich vielleicht eher mal zurückhalten und dann wirklich sagen, okay, Kunde ist König und Kundenwunsch ist Kundenwunsch, auch wenn man es vielleicht anders gemacht hätte, da halte ich mich dann eher noch ein bisschen zurück und sage, jawohl, so wird es gemacht und bin ich eher ein bisschen vorsichtiger mit irgendwelchen, würde ich aber anders machen, mit solchen Kommentaren. So. Mhm. Weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Ja, doch. Ich hab das schon verstanden. Wenn du jetzt im Kundengespräch bist und du sagst, du merkst, dass der Kunde, der zögert jetzt, gerade so ein Videomacher, wie gesagt, wir haben es vor kurz angesprochen, die haben halt keine Kohle und sagen dann, okay, na, hast du da irgendwie so einen Tipp, wo du sagst, so überzeuge ich die Leute dann, dass die, ich meine, wir beide wissen, dass Videos eigentlich jeden zum Erfolg bringen, wenn das Video gut ist. Wie überzeugst du dann deinen Kunden im Gespräch, dass du dem vermitteln kannst, hör mal zu, wenn du das Video machst, dann geht's nach vorne und erst dann geht's nach vorne. Gibt's da irgendwas? Also so hatte ich das bisher noch nicht, dass ich irgendwie so überreden musste oder sowas, sondern meistens derjenige, der das, den Film oder das Video haben wollte, der wusste schon ganz genau, warum. Er hatte sich schon Gedanken gemacht. Also es war nicht so, ach ja, du machst Filme, cool, könnten wir ja aber mal mit mir machen, sondern das war ja schon so, dass ich da eigentlich nicht viel überreden musste oder irgendwie, ne, sondern die Leute wussten ganz genau, ich will das und ich will das damit erreichen, so. Und mein Job ist es dann halt eben, nur zu sagen, okay, das ist realistisch, das ist umsetzbar oder das kann ich so unter den Umständen vielleicht auch nicht leisten halt eben. Ne? Okay. Dass man da irgendwie dann realistisch bleibt. Genau, finde ich cool. Das heißt, wenn der Kunde auch sagt, der hat komische Ideen für komische Preise, dass du dann auch sagst, Dankeschön für das Gespräch, aber wir kommen, glaube ich, nicht zusammen. Bist du dann auch so ehrlich und sagst, das erzähl ich. Ja, cool. Ist wichtig, klar. Dass man da auch dann klare Linie zieht und auch sagt, nee, das so kann ich das dann nicht umsetzen. Das geht dann nicht. Ja, cool. Wie berechnest du denn deinen Preis? Also ich will jetzt nicht den Preis von dir wissen, sondern einfach, wie du das für dich selber berechnest. Also das hatte ich ja vorhin schon mal so gesagt, dass ich schon ungefähr so einen Stundenkontingent ungefähr im Kopf habe, so was ich die Stunde nehmen würde und dann schaue ich einfach, wie lange brauche ich ungefähr dafür, kann das auch dann in einem Angebot dann eben so schreiben. Und das hat bisher immer ganz gut hingehauen. Und wenn es dann irgendwann irgendwie mal doch länger gedauert hatte, meistens durch Korrekturphasen, wenn dann der Kunde sagt, okay, ah nee, das irgendwie müssen wir das nochmal wegmachen, wir brauchen nochmal einen anderen Sprecher oder so, gefällt mir, dann muss man das eben neu berechnen und das ist aber auch eben nie ein Problem gewesen, dass das Angebot nicht der Festpreis ist, der Endpreis, sondern dass es nur ein Angebot ist. Ja. Und man kann, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, gibt es auch eine Regelung irgendwo, so oft hatte ich das jetzt nicht, aber dass du eben nochmal eins draufsetzen kannst, ja, wenn du dann mehr Arbeit hast. Ja, auf jeden Fall ist ja auch berechtigt. Also du hast ja, wie gesagt, du redest ja vorher und sagst, so und so kann die Reise aus. Und das Krasse ist ja, was ich viel erlebt habe, dass die Kunden dann während der Arbeit, also ich mache ja Hochzeit, während dem Dreh dann auch auf lustige Ideen kommen, wo du sagst, ja, mache ich sehr gerne, aber dann wird es halt ein bisschen teurer. Wo du dann schon merkst, ja, okay oder nein, dann lassen wir lieber. Also das ist dann, weißt du, auch der Fall. Du hast vorhin gesagt, Social Media wäre so das, wo du sagst, da muss man unbedingt zu finden sein. Hast du einen eigenen YouTube-Kanal? Also ich habe einen YouTube-Kanal, aber wie gesagt, nicht jetzt so, dass ich selber vor der Kamera stehe und irgendwie Content produziere, sondern ich habe das eher, diesen YouTube-Kanal, um, ja, wenn ich mal einen Film gemacht habe, wo der Kunde sagt, nee, kannst du auch auf deinen YouTube-Kanal setzen oder dass man so ein Best-of oder sowas, so ein Portfolio-Video oder sowas, dafür habe ich diesen Kanal angelegt, aber selber produziere ich jetzt keine Filme, dass ich vor der Kamera stehe und irgendwie Tutorials mache oder sowas. Ne? Genau. Ja, cool. Ja, da sind wir eigentlich am Ende, haben wir soweit alles durch. Cool, hat richtig Spaß gemacht. Ich würde gerne noch zum Ende nochmal so eine Schnellfragerunde machen, wo du dann einfach bitte die folgenden Sätze einfach ergänzt. Bist du bereit? Yes.
Also, deine drei besten Tipps für eine erfolgreiche Videoproduktion sind? Dass man bei sich bleibt und nicht irgendwie versucht, jemanden anderen zu kopieren, sondern einfach, dass man das tut, so wie man es selber einfach, wo man dahinter steht, ja, und nicht, dass irgendwie so, wie das andere vielleicht gut machen und versucht, irgendwas zu kopieren. Also, dass man einfach, ja, authentisch ist mit dem, was man tut. Das war erst eins, ne? ja. Eine gute, ja. Ja, das, ich glaube, dass man offen ist für Neues, dass man sich nicht zu sehr einschränkt, sondern einfach bereit ist, auch immer wieder was Neues dazuzulernen und es auszuprobieren. Es ist einfach ein kreativer Job und es ist nicht eben irgendwie so eine stupide Arbeit, sondern man muss da einfach auch eben flexibel sein. Ich glaube, das ist wichtig. Und ganz wichtig ist, dass man sein Gegenüber wahrnimmt und sieht, was er möchte. Also das ist egal, ob das jetzt ein Imagefilm ist oder ein Musikvideo oder ein Eventfilm oder sonst irgendwas, dass man schaut, was möchte eigentlich der Kunde haben. So. Genau. Sehr cool, ja. Wenn du deine Kamera selbst zusammenbauen könntest, welche Fähigkeiten hätte sie? Sie müsste immer einen guten Espresso kochen. Es müsste eine Kamera sein, die viele Frames in der Sekunde macht, um schöne Zeitlupenaufnahmen zu machen. Ansonsten schwierig. Eigentlich bin ich mit meiner Kamera ganz zufrieden. Also. Dein Lieblingsbuch ist? Ich lese im Moment super wenig für mich. Ich lese jeden Abend für meine Kinder. Also sehr gerne lese ich Ronja die Räubertochter. Im Moment lesen wir Jim Knopf. Super cooles Buch, super Geschichte. Wurde ja jetzt verfilmt, klasse Ding. Aber so wirklich jetzt Bücher in der Erwachsenenwelt eben gerade im Moment gar nicht. Ich lese eher weniger. Dein Lieblingszitat ist? Wenn das Bild nicht gut genug ist, warst du nicht nah genug dran. Sehr cooles Zitat, ja. Mega cool. Genau, ist so ein Kriegsfotograf gewesen, damals. Schon lange her, weiß ich nicht. Sehr cool. In 5 Jahren werden Videos noch wichtiger, als sie heute schon sind. Dein Vorbild ist? Ich habe kein Vorbild. Tatsächlich nicht. Also, nee, kann ich so nicht sagen. Ich habe kein wirkliches Vorbild. Okay. Ich glaube auch, wenn man ist eine Schnellfragerunde, aber ganz kurz, wenn man zu viel sich die Leute anschaut, die geile Videos und geile Filme machen, dann ist man irgendwann, also man macht sich dann so klein. Und da habe ich da irgendwie keinen Bock drauf. Okay. Wie kann man dich denn erreichen? Deine Webseite, E-Mail-Adresse? Webseite ist basic-motion.de und E-Mail-Adresse ist info@basic-motion.de. Alles klar. Ja, cool. Ich hau das auf jeden Fall mit unten in die Beschreibung rein. Könnt ihr gerne mal draufklicken. Schaut mal vorbei bei Benjamin und guckt mal seine Videos an. Ich denke mal, du hast ja jede Menge Material auch zum Anschauen, jede Menge Referenzen. Und schaut einfach mal drauf und lasst ihm Feedback da. Schreibt noch was unten in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so. Ich bin mal gespannt, was da so zustande kommt. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder beim nächsten Podcast dabei seid. Benjamin, hast du noch irgendwas zu ergänzen? Liegt dir noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden möchtest? Nee, fand ich super heute. Ja, cool. Fand ich schön. Ja, freut mich. Spaß macht. Schön. Und hat mich auch wirklich mega gefreut. Macht das richtig Spaß, immer diese Podcast-Folgen. Immer mit netten Kollegen zu quatschen, weißt du? Und dann immer so Gleichgesinnte. Man hat ja überall immer das Gleiche. Danke dir und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Dir auch. Danke.